أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، die Frage heute: In welchen Fällen ist das Lästern, Al-Riba, keine Sünde? Erstmal sollten wir wissen, was Al-Riba genau bedeutet, denn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat es uns in einer Überlieferung bei Imam Muslim rahmatullah alaih genau definiert. Die Überlieferung an Abi Huraira radiallahu anhu wa arda anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Huraira überlieferte, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Atadruna man ghiba? Wisst ihr, was Al-Ghiba bedeutet? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. So sagten die Sahaba radiallahu anhum wa ardahum, die Gefährten: Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Jetzt hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Ghiba genau definiert. Qala dhikruka akhak bima yakrah. Das ist, wenn man über seinen Glaubensbruder etwas sagt, was er nicht mag. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Dann sagte jemand: Was, wenn ich über meinen Bruder etwas sage, was tatsächlich auf ihn zutrifft? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Qala in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Wenn es wirklich auf ihn zutrifft, was du sagst, dann hast du hier genau eben diese Riba begangen, auch wenn es auf ihm zutrifft. Wa in lam yakun fihi faqad bahatta. Aber wenn dieses nicht auf ihn zutrifft, was du sagst, dann ist es eine Verleumdung. Und diese Verleumdung ist gewaltiger und gravierender in der Sünde, denn hier hat eine Person, wie aus der Überlieferung herausgeht, nicht nur über seinen Bruder etwas gesagt, was er nicht mag, sondern zusätzlich kommt hier, dass dieses eine Lüge ist, die er über seinen Bruder erzählt hat, und das macht natürlich die Sache sehr, sehr gewichtig. Und daher, wenn man Riba begeht, muss man die Person um Verzeihung bitten, der man gegenüber Unrecht angetan hat. So sagt Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh in Majmu' al-Fatawa: Wa amma haqqul mazlum fala yasqutu bi mujarrad at-tawbah. Faman taba min dhulmin lam yasqut bi tawbatihi haqqul mazlum, lakin min tamami tawbatihi an yu'awwidahu bi mithli mazlimati. Wa in lam yu'awwidhu fi ad-dunya fala budda lahu min al-'iwad fi al-akhirah. فينبغي للظالم التائب أن يستكثر من الحسنات حتى إذا استوفى المظلومون حقوقهم لم يبقى مفلسا. Er sagte, rahmatullah alayh, was das Recht anbelangt von jemandem, der etwas Falsches gegenüber einer Person tut, das heißt, er tut ihm Unrecht an, so ist es nicht ausreichend, dass er lediglich bereut für diese Sünde, indem er Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet, sondern es gibt hier ein Recht, was noch offen ist gegenüber dieser Person. Und die Tauba, die Reue, ist nicht vollständig in diesem Fall, wenn er lediglich Allah subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass Allah azza wa jal ihm dieses vergibt, sondern er muss das Recht zurückgeben an denjenigen, dessen Recht er verletzt hat, so dass ihm vergeben wird dafür. Wenn er in dieser Welt dieses nicht wieder gut macht, was er an Unrecht einer anderen Person gegenüber angetan hat, so wird dieses in Jenseits ausgeglichen. So muss derjenige, der ein Recht verletzt hat, in dieser Welt, in der Dunya, eine Menge guter Taten verrichten, denn diejenigen, die ihm gegenüber Rechte haben, sie werden eine Wiedergutmachung verlangen, und wenn sie die Hasanat von ihm bekommen, so muss er davor aufpassen, dass er nicht bankrott dasteht. Das bedeutet,
als Pleite gegangener, denn er hatte Hasanat, aber dadurch, dass er viele Rechte verletzt hat, so haben die Leute das von ihm verlangt und er musste eine Menge Hasanat an sie abgeben. Und er sagt weiter, Sheikh al-Islam, rahmatullah alayh, وَمَعَ هَذَا فَإِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يُعَوِّضَ الْمَظْلُومَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ كَمَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَغْفِرَ مَا دُونَ الشِّرْكِ لِمَنْ يَشَاءَ. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemanden das ausgleicht, was er an Unrecht gemacht hat, so kann niemand seine Gnade zurückweisen. Das bedeutet Allah, wenn er auch sieht, dass eine Person Unrecht gegenüber einer anderen Person gemacht hat, aber Allah subhanahu wa ta'ala gleicht das für ihn aus am Tage der Auferstehung, so darf niemand dieses zurückweisen, denn das ist die Huld Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala kann alles, was unter Schirk ist, jedem vergeben, wem er möchte, subhanahu wa ta'ala. Das allgemeine Prinzip von Al-Riba ist, dass es verboten ist. Nun gibt es, wie die Gelehrten gesagt haben, 6 Fälle, in denen die Riba nicht verboten ist. Und hierbei handelt es sich nicht um irgendwelche Fälle, sondern um Fälle, die zum Nutzen für die muslimische Gemeinschaft sind. So sagen die Ulama, die Gelehrten, وَالْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيبَةٍ فِي سِتَّةٍ مُتَظَلِّمٍ وَمُعَرِّفٍ وَمُحَذِّرٍ وَمُجَاهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ مَنْ طَلَبَ الْإِعَانَةِ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ. In Sharh al-Tahawiyyah finden wir diese 6 Fälle, die erwähnt wurden von den Gelehrten, und diese Fälle sind eine Ausnahme für das, was allgemein verboten ist, die Riba. In diesen 6 Fällen ist es nicht verboten, schlecht über eine Person zu reden. Und der erste Fall ist, wenn jemandem Unrecht zugefügt wurde, das heißt, eine Person wurde zum Beispiel betrogen von einem Händler oder sonstiges, und die Person sagt, dieser Händler ist ein Lügner. In diesem Fall ist dieses erlaubt für ihn. Auch die zweite Person, jemand, den man benennen muss durch einen Namen oder eine Eigenschaft dieser Person, weil man ihn nicht anders beschreiben kann, damit man weiß, über wen man redet. Das kommt manchmal vor, dass die Personen nicht wissen, über wen man redet, weil auch viele denselben Vornamen haben, zum Beispiel Mohammed. Dann kann man, wenn die Leute nicht wissen, über wen man redet, auch einen Zusatz machen, zum Beispiel Mohammed, der Taube oder der Einäugige oder derjenige, der humpelt. Natürlich sind dieses normalerweise Eigenschaften, die derjenige nicht mag, dass sie erwähnt werden, aber in diesem Falle, um eine Person zu beschreiben, ist dieses in Ordnung. Der dritte Fall, um die Muslime vor einer bestimmten Person zu warnen, das gilt auch für Leute, die zum Beispiel Bid'ah machen, die andere Leute hinters Licht führen, die Religion falsch beibringen, andere Leute ins Höllenfeuer mitziehen für das Üble, was sie den Menschen über die Religion beibringen. Man darf vor ihnen warnen. Auch die vierte Person, ein offenkundiger Sünder, eine Person, der nicht betet, eine Person, der Alkohol trinkt, eine Person, der Joints raucht, Übles tut, dieser ist auch ein offenkundiger Sünder. So darf man auch über dessen Fehlverhalten sprechen. Das bedeutet, dass die Leute wissen, dass dieser Mensch ein übler Mensch ist, aber man tobt sich hier nicht aus in dem Sinne, dass man über ihn als Person schlecht reden will, sondern über das Fehlverhalten, was er gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala tut. Die fünfte Person, wenn jemand eine Fatwa benötigt, das bedeutet, man geht zu einem Alim, zu einem, der das Recht hat, eine Fatwa zu geben, ein Rechtsurteil, und man sagt ihm, eine Person hat mir dieses und jenes angetan, was kann ich tun, damit ich mein Recht wieder bekomme? In so einem Fall könnte man ihn auch nähere Details beschreiben, damit der Gelehrte auch weiß, wie er zu antworten hat. Und der sechste Fall ist, wenn man jemanden zu Rate zieht, weil man eine Person kennt, die Übles tut, und denjenigen, den man zu Rate gezogen hat, es ist sehr wahrscheinlich, dass er einen Einfluss auf die Übles tuende Person hat, so dass er auch mit ihm reden kann. Aber auch hier ist es nicht erlaubt, dass man einfach nur hingeht, um eine Person schlecht zu machen. Nein, man sollte schon gewiss sein, dass diese Person auch einen Einfluss auf diese Person hat, damit er ihm sagt, dass er das Schlechte unterlassen sollte. Man geht zu einer Person und sagt ihm, schau mal, es gibt einen Bruder, der heißt so und so, bitte rede mit ihm, denn er betet nicht,
er spricht Schlechtes, er tut das Schlechte, so ist das auch erlaubt, dass man dieses Fehlverhalten dieser Person aufzeigt. Das sind die sechs Punkte, die eine absolute Ausnahme darstellen, und das Allgemeinprinzip bleibt, dass es verboten ist. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.